Servus, heute gibt es mal wieder ein Video der anderen Art. Und zwar war ich am vergangenen Donnerstag in der Fränkischen Schweiz unterwegs und hatte endlich mal die Gelegenheit, mit der Museumsbahn von Ebermannstadt nach Beringers Mühle zu fahren. Ja, was soll ich sagen, ist auf jeden Fall eine Fahrt wert. Man fährt ja so knappe dreiviertel Stunden, für die sind es glaube ich gut 18 Kilometer einfach. Wunderschöne Strecke, eingleisig durchs Wiesental, Burgen, Burgruinen und ja, also ist echt toll da durchzufahren. Ja, hinwärts hat uns eine Baureihe 64 gezogen und heimwärts dann war es eine V36. Ja, kurz zur Strecke, war glaube ich, soweit ich weiß, in Bayern eine der letzten Lokalbahnen, die gebaut worden sind. Damals von Forchheim bis Beringers Mühle. Ursprünglich wollten wir glaube ich sogar über Pottenstein weiter bis nach Pegnitz, wenn ich recht informiert bin. Das hat sich aber nicht realisieren lassen durch die Wirtschaftskrise. Es gab früher auch mal einen Abzweig von unterwegs der Strecke nach Heiligenstadt. Das ist dann, glaube ich, schon in den 60er Jahren ist die stillgelegt worden. Und ich glaube, 76 wurde dann die Strecke von Beringers Mühle bis Ebermannstadt stillgelegt. Und eigentlich hat die Bahn vorgehabt, das rückzubauen. Dann gab es aber die Dampfbahnfreunde Fränkische Schweiz. Die haben sich dann stark gemacht, haben dann letztendlich die Strecke gekauft und seit 1980 betreiben die halt mit ihren Museumsbahnen. Ja, muss man sagen, ist wirklich, wer in der Nähe ist oder da mal hinkommt, absolut ein tolles Erlebnis. Ja, und es ist also auch mit, für das, was man hat, also auch an Fahrzeit, muss ich sagen, auch preislich sehr okay. Also 18 Euro für Hin- und Rückfahrt ist echt in Ordnung. Und man kann die Zeit zwischendrin wunderbar auch ausfüllen. Ne? Wunderbar wandern, Fränkische. Ne? Und, oder man haut sie einfach bloß ein fettes Schäuferle rein, geht auch. Gibt übrigens auch sogar eigenes Bier im Zug. Ja, ansonsten, gut, die Schnipsel, die ich jetzt zeige, haben teilweise eher so ein bisschen die Found-Footage-Qualität, aber wenn man halt nicht allein so mit Kindern und Hunden unterwegs ist, ist das immer ein bisschen schwierig. Ich hoffe, es macht trotzdem ein bisschen Spaß und vielleicht dem einen oder anderen Lust, da mal hinzufahren. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Servus.
Kamera. Cool. Thank you.
Wahrscheinlich da oben die Burgruine, wo mein Finger hin. Ja. Jetzt macht der kuppelt jetzt ab. Der hängt jetzt den Wagen ab, ne? Kannst du das noch sehen? Nein. Nett. Schauen wir hin, wie der es macht. Schon. Bremsgelöst.